Die Woche hat mit einem Paukenschlag begonnen und eigentlich wollte ich heute gar kein Chartvideo schon wieder bringen, aber es bietet sich nahezu an, nachdem wir jetzt so einen Schub nach unten hatten. In der Spitze waren wir schon ungefähr 8%, über 8% unten seit dem Freitagsschluss, also deutliches Gap und wir kommen gleich auf den amerikanischen Markt. Der sieht ganz besonders aus, aber wie gesagt, das schauen wir uns gleich an. Eine Geschichte, die ich zeigen will, einerseits, wie man vielleicht die aktuelle Situation einstufen kann und wie wir mit solchen Situationen eben auch umgehen. Das haben wir hier im 5-Minuten-Chart gerade beim DAX. Vorsichtig, das ist nicht Realtime im Moment, das ist im Moment ein bisschen zeitversetzt. Und ich muss gestehen, als das so aussah, da hatten wir heute Morgen uns Gedanken gemacht, auch für den Trade des Tages beispielsweise. Hey, das könnte eine coole Geschichte werden im Sinne eines wunderschönen, einer schönen Aufwärtsgelegenheit. Wir haben sowas wie eine 1, 2, 3, 4, 5, eine A, B und C. Und wenn der Kurs jetzt tatsächlich zeitnah nach oben kommt, so hatten wir es uns schon mal überlegt, hier das letzte Zwischenhoch hier durchstößt, dann hätten wir eine Chance hier auf die Long-Seite nochmal zu plädieren und dann eben auch gegebenenfalls nochmal Gap-Schließung oder zumindest mal deutlich in diese Richtung dann eben zu gehen. Der Rücksetzer ist auch weit genug gelaufen, heute Morgen schon, insofern alles Barbene. So, der Kurs hat sich also weiterentwickelt, hat hier auch tatsächlich eine Kursüberschneidung gezeigt. Wir sehen das hier, das A und hier das, also das ist natürlich vorläufig ABC zum damaligen Zeitpunkt, das wusste man ja noch nicht, wie es da weitergeht. Müsste dann natürlich angepasst werden, aber abwärts weiterhin korrektiv. Wir sehen, dass die Gegenbewegung, das, 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 dass die immer noch überschneidend sind. Aber interessant oder wichtig für uns jetzt, dass der Markt hier unsere letzte Verteidigungsmarke, wie wir dazu sagen, durchstoßen hat. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, Long ist erstmal obsolet und tatsächlich ist der Kurs ja auch weiter nach unten gefallen. Das ist jetzt das aktuelle Bild. Und insofern, dadurch, dass der Kurs hier unten drunter ist, werden dann auch die nachgezogenen. Denn natürlich würden wir unseren Einstiegstrigger mit jedem neuen Zwischenhoch hier entsprechend nachziehen. Ich habe es jetzt nicht ganz gerade gezeichnet, nicht wundern. Aber dadurch, dass wir unter diese letzte Verteidigungs-, deshalb die brauchen wir schon nicht mehr, Marke durchgefallen ist, ist das Thema Long zumindest mal nach diesem Mechanismus für uns obsolet und dementsprechend da nicht mehr gültig. Also, was soll man tun? Zumindest mal in diesem Bild jetzt erstmal gar nichts mehr. Ich wechsle jetzt mal auf den amerikanischen Markt. Den finde ich im Moment sowieso eigentlich viel spannender. Der Dow Jones hier als Future abgebildet, zeigt ein sehr eigenartiges Phänomen. Die Futures heute Morgen nämlich mit einer Sonderregel des Limit Downs hier festgelegt. Man durfte nicht weiter nach unten handeln, zumindest mal bis heute Nachmittag. Und der Markt war dann erstmal limitiert auf seine Abwärtsbewegung. Das wurde dann nachher wieder aufgemacht und zack ist der Kurs hier tapfer nach unten gegangen. Das betraf natürlich alle Futures aus Amerika, also Nasdaq, S&P und Dow Jones beispielsweise hier, die entsprechend blockiert waren und man sieht, der Kurs hatte noch mehr Potenzial nach unten eben. So, ist das Ganze jetzt obsolet? Sieht es ganz gut aus? Na, zumindest mal sieht es insofern ganz gut aus, dass der Markt ja wieder nach oben unterwegs ist. Das gibt ein bisschen Hoffnung, ein bisschen wackelig nach unten. Gibt auch Hoffnung. Also wenn, dann würde ich eher vorläufig zumindest mal für den Nachmittagshandel eher auf der Long-Seite sein. Nasdaq sieht sogar einigermaßen attraktiv noch aus. Ich hatte das eben hier schon mal angeguckt und wir hatten das ein bisschen hier besprochen intern und da haben wir gesagt, also der Einstieg, das ist mir hier zu hoch. Deshalb der Dow Jones zum Beispiel attraktiv, nicht attraktiv jetzt aktuell, der S&P ebenfalls nicht. Wenn etwas, dann bot höchstens der Nasdaq, aber das war zu kurz, um dass wir das hier kurz ankündigen konnten mit unseren konkreten Marken. Trotz alledem, die Kuh ist noch nicht vom Eis. Es besteht immer noch die große Gefahr, dass der Markt noch weiter Potenzial nach unten hat. Ungemach kann jederzeit noch drohen. Wir sehen, wie empfindlich der Markt auf Nachrichten reagiert und dass da noch jede Menge Potenzial ist. Wir hatten es ja erwähnt, dass der DAX weit unter die 10 noch reichen kann. Notfalls sogar noch eine 7 bei der Tausender Stelle. Was heißt notfalls? Das wäre zumindest noch sicherlich nicht ganz klein vom Ausmaß, aber wäre ebenfalls noch denkbar. Der Dow Jones bis 22.000 sowieso. Also insofern Platz wäre noch gegeben. Allerdings, solange die Dynamiken nach oben gehen und das Wackelige nach unten, ist man eigentlich mit der Aufwärtsseite ganz gut. Also man sieht das ja in allen möglichen Zeitebenen, sogar hier bis in die möglicherweise hinein mit der ABC-typischen Korrektur. Dann da als möglicher Trigger, wer es jetzt ganz hardcore-mäßig kurzfristig meint. Das geht übrigens auch in beide Richtungen. Also wenn es mal zwischendurch einen Anstieg gibt,
dann und man kann und will darauf reagieren, kann man natürlich davon ausgehen, dass das im Anschluss in etwa nochmal passiert. Er hat es nicht ganz erreicht, aber zumindest mal so ungefähr sieht man, dass das Prinzip zumindest mal hier ebenfalls gilt. Soll jetzt nicht Werbung sein, für Minute zu handeln, sondern soll ein Augentraining sein, um sich auf diese Sachen zu spezialisieren. Goldkurs ist ein bisschen erholt wieder aktuell und wir können hier, sagen wir mal, grundsätzlich ein ähnliches Bild erkennen hier. Also die Bewegung, die wir hatten, 1, 2, 3, 4, 5, weil ich hier hinten ein wenig korrektiv hier auf der Abwärtsseite, jetzt im Moment in der Fortsetzung nach oben. Jetzt werden wir sehen, ob wir vielleicht sogar noch mal eine Chance hier entsprechend kriegen. Dann haben wir hier abermals einen Trendkanal und eine Chance auf nach oben. Können wir noch nicht jetzt terminieren, weil wir noch nicht wissen, ob das so kommt mit dem Blauen. Aber wenn er das hier macht, dann hätten wir eine relativ realistische Chance. Denkt an den Trigger auf der Oberseite. Dann hat man da eigentlich eine ganz gute Chance, zumindest mal so, dass den Tenor der Marktbewegung dann entsprechend dann mitzubekommen. Häufig kriege ich die Frage gestellt, wird denn so ein Gap geschlossen? No, wahrscheinlich früher oder später schon, aber ob man so lange warten kann und ob das Konto groß genug ist, auch gegebenenfalls genügend Sicherheitsleistung, sprich Margin zur Verfügung zu stellen, das ist dann nochmal auf ein anderes Blatt geschrieben. Also vorsichtig da nicht ganz so optimistisch sein, so von wegen, ja, der muss das doch schließen, ich gehe jetzt da einfach mal long. Das kann sein, dass sich das noch eine ganze Weile hinzieht. Gaps müssen nicht sofort geschlossen werden. Das kann also noch eine Weile dauern. So, also in dem Sinne, die Märkte im Moment sehr aktiv, der Euro entsprechend weiter nach oben geschossen. Was ich nicht ganz unsexy finde, ist zum Beispiel das britische Pfund. Auch darüber haben wir hin und wieder schon gesprochen. Im großen Bild haben wir jetzt tatsächlich unsere Unterstützungszone hier verlassen, sind hier nach oben auf dem Trigger unterwegs. Eigentlich hatten wir uns überlegt, könnten wir das ebenfalls schön benennen. Das macht aber nichts, denn solange der Markt schön dynamisch nach oben geht, können wir, und das werden wir dann sicherlich nochmal wieder zur Sprache bringen, bei jedweder schönen Abwärtskorrektur, also wieder unser typisches Verhalten hier, entsprechend Einstiege finden. Und die können wir dann auch benennen. Wer aber schon Lust hat, Hausaufgabe, selber mal ein bisschen ausprobieren, zumindest mal drauf gucken. Ich möchte niemanden zum Traden verführen, aber der Markt bietet aktuell relativ starke Bewegungsmuster an. Vorsicht ist trotzdem angesagt, dadurch, dass die Bewegungen schnell sehr ausufernd sind, sehr weitlaufend sein können, vorsichtshalber mit kleineren Positionen arbeiten, denn man wird auch schnell mal dann rausgeholt, was entsprechend der Laufweite dann auch teuer sein kann, wenn man nicht genau hinguckt. Deshalb vorsichtshalber nochmal nachgucken, nachprüfen, ob das dann auch so leistbar ist. In diesem Sinne, alles Gute, toi, toi, toi an den Märkten, bis zum nächsten Mal.